So, ein wunderschön herzlich willkommen zur, ja, es ist eigentlich mittlerweile, müsste es ja die 17. Folge sein. Glaube ich schon, noch müsste die 17. Folge sein mittlerweile. Holy shit. So. Dann geht's los. Wir schwimmen mal wieder gegen Wüste und brauchen noch Sandstein. Wie viel brauchen wir denn ungefähr? Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also machen wir einfach 8 mal 16. Uiuiuiui. Das heißt, wir brauchen 64 Blöcke. Richtig? 8 mal 16 ist ja 128. Eine Aufgabe, die jeder Programmierer im Schlaf können müsste. Und da wir halt Slabs benutzen und wir Blöcke abbauen, haben wir quasi 64 Blöcke. Achso, siehst du, aber pro Block brauchen wir 4 mal Sand. Das heißt, wir brauchen 200, 256 mal Sand. Gott. Achso, halt. Wollte beinahe wieder, oder bin jetzt schon wieder um Schippe losgefahren hier. Das wäre wieder richtig typisch gewesen hier. Aber diesmal ist mir zum Glück rechtzeitig aufgefallen. Oder rechtzeitig genug, dass wir keinen großen Damage davon tragenderweise haben. So, können wir gleich noch ein bisschen die Taschen ausleeren. Durch die Minen haben wir wieder ein bisschen was bekommen hier. Zum Beispiel du kannst weg, du kannst weg. So, haben wir hier ein 64er Stack. Holy moly. Nahrung. Nahrung. Da können wir ein bisschen mal was reinschöffeln hier bei uns. Dann haben wir Stuff und Stuff und noch mehr Stuff. Und der Rest kommt hier rein. So, schütten wir hier keine, müssen wir mal welche basteln. So. 46 Schippen, sieht gut aus. Drei sollten reichen. Man muss ja nicht übertreiben, ne? Übrigens wollte ich ja noch hier Umkisten hinsetzen, ne? Ah, nächste da. Machen wir mal gleich, bevor ich wieder vergesse. Da brauche ich Holz für. Holz haben wir hier. 5 reicht nicht ganz. Ich brauche noch mehr Slabs. Ja. So, jetzt die Scherzfrage. Kriege ich das hier so hin? Ja, kriege ich. Sehr schön. So, und jetzt brauche ich ganz viel Holz für Kisten. 8 Kisten. Achso, haben wir irgendwelche Kisten? Wir haben keine Kisten. Okay. So, das heißt, wir brauchen 8 Kisten. Das heißt 64 Bretter. Also 32, Quatsch, 16 von so Baumstücke. Was habe ich gesagt? 64, ne? Ja. Also ganz ein Stick. So und so und so. Perfekt. So. Die Kisten werden wir zwar noch nicht gebrauchen, aber jetzt haben wir sie schon mal. Jetzt können wir sie auch nicht vergessen. Sehr schön. So, dann geht's los. Gegessen haben wir. Sehr gut. Party hard. Wie die Kuh einfach die ganze Zeit im Wasser rumschwimmt, ey, das ist doch. Ey, was ist hier los? Ich hab Vorfahrt, Bitch. Scheiß Audi-Fahrer.
Jetzt fühle ich mich wie ein richtiger deutscher Autofahrer. Einfach mein Messer aus der Fensterscheibe halten. Also, ja, aus Beifahrerfenster. Ja, kann sein, dass wir hier kein. Obwohl, doch klar, wir haben ja Audio. Aber wieso haben wir im Wasser? Wieso gab es nicht früher Wassergeräusche, wenn wir geschwommen sind? Dass denn auch Wasserplätschern und so war? Ich höre nichts. Ah doch, jetzt haben wir. Okay. Aber im Boot haben wir kein Wassergeräusch. Auch interessant. Naja, was soll's. Kann ja mal passieren. Das Boot ist super geräuschlos. Es ist so aerodynamisch, dass das Wasser so perfekt dran vorbei gleitet, dass es dabei nicht mal Geräusche macht. Das, meine Freunde, ist effizient. Weißt du, das Boot ist so effizient, du kommst mit einer mit einer AA-Batterie 3 Kilometer weit. Schaff das mal mit dem Auto. Wobei, vielleicht erfinde ich da auch noch was. Ich baue einfach irgendwann ein Auto, wo ich mit einer AA-Batterie einen Free Energy Generator betreibe und dieser Free Energy Generator generiert dann die Energie fürs Auto. Easy. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Oder Herausforderungen. Irgendwie so, keine Ahnung. Ist so ultra leise auf dem Boot, ey. Wir brauchen hier mal so ein Autoradio oder vielmehr so ein Bootradio. Ist ja schlimm. So, da hinten haben wir bereits unsere erste Insel. Das ist ein einzelner Baum. Interessant. Nice. So, dann mal schon mal Schutt bereitlegen. Dann buddeln wir da weiter, wo wir auch angefangen haben. Und dann würde ich mal sagen, buddeln wir einfach so lange, bis die 3 Schippen kaputt sind und dann sollte das reichen. Aber definitiv genug Land auch für die Zukunft. Für eventuell weitere Bauprojekte, wo wir vielleicht nochmal Sand brauchen. Also diesen Desert Sand Sand. Ja. Was? Ja. Aber wenigstens haben wir hier einigermaßen schön viel von dem Desert Sand. Finde ich ganz beruhigend. So, da hinten haben wir abgebaut, ne? Oder auch nicht? Hä? Waren wir da abgebaut? Hä? Ach da. Sehr schön. So, dann machen wir hier auch mal weiter. Die erste Schippe ist kaputt.
So, kümmern wir uns jetzt mal hier rum, in dem Bereich hier. Wobei da hinten ist ein relativ großer Bereich. Machen wir es mal hier weiter. Ich finde es übrigens immer noch schade, dass solange wie der Sand runterfällt, man den Sand nicht abbauen kann. Ich meine, technisch gesehen ist es logisch, klar, weil solange wie der Sand runterfällt, ist der Sand kein Block, sondern ein Entity, also quasi ein Objekt. Und Objekte kann man halt nicht abbauen, mit der Schippe zumindest. Und ja, dementsprechend ist es logisch, dass man den Sand nicht abbauen kann, während er runterfällt. Es wäre aber irgendwie schon schön, wenn man das irgendwie so, irgendwie, weiß nicht, abstrahieren könnte oder keine Ahnung, so ein Right-Click-Event hinzufügt bei die Objekte. Das war das Punkt, wenn man mit dem Ding, also wenn man da mit Rechtsklick auf das Objekt draufklickt mit einer Schippe, nee, mit Linksklick, dass er dann quasi auch abgebaut wird. Wäre schon cool. Letzte Schippe. Viel haben wir eigentlich schon? Oh, wir haben wieder 8 Stacks. Nice. Sieht doch gut aus. Stimmt, letztens hatten wir auch nur 2,5, also 2 komplette Schippen und eine war ja schon gedamaged. Von daher, ja, haben wir jetzt genauso viel wie letztens quasi. Also so ungefähr. Man könnte auch einfach hier, weiß nicht, 5 Stunden Set abbauen und das dann einfach mit der Überschrift ASMR hochladen. Easy. So. Ja, schon wieder fast kaputt. Ich würde mal sagen, lassen wir so erstmal. So, hier noch ein bisschen. Vielleicht, so ein Sandklotz einfach so alleine gelassen. Sieht doch gut aus. Wir haben noch ganz viel Sand. Nice. Ja, komm, wir gehen mal nach Hause. Die Schippe schmeiße ich jetzt nicht weg. Die lassen wir einfach mal. Vielleicht brauchen wir irgendwann mal noch mal ein bisschen Schippe. Wenn wir irgendwo so 3 Blöcke oder sowas haben, für das, wo es sich nicht lohnt, eine Schippe extra zu craften, haben wir hier so eine angefangene Schippe. Oder eine, die fast fix und fertig ist. Was für manche Sachen aber komplett reicht. Alter, überall Ton. Da ganz, ganz viel Ton. Das ist ja heftig, oder war das Gestein?
keine Ahnung, weil für Tonnen sind die Flächen ein bisschen sehr groß. Ich meine, es gibt auch großflächige, also das Ton paar mehr Blöcke, Cluster groß ist. Das ist so diese typische Größe. Aber da sieht man zum Beispiel auch einen, der schon etwas größer ist. Ja, also gibt es doch in durchaus verschiedenen Größen. Aber insgesamt halt sehr viel. Also, ich glaube mal, Ton haben wir hier keinen Mangel. Dadurch, dass wir hier direkt am großen See irgendwie sind. Ich will nicht mehr sagen, aber es ist ja schon fast eins in meinen Testverhältnissen. Was halt cool wäre, was ich irgendwie so vermisse, ist MapGen, der wirklich so, na ich sag mal, der so arbeitet, dass man quasi in Nähe des 0-0-Punktes, also quasi am Spawn, so Inseln hat, also wie hier der V7-MapGen zum Beispiel, es wird gerade dunkel, nice. Aber quasi, je weiter man sich von dem MapGen-Spawn-Punkt wegbewegt, die Welt zum einen immer flacher wird, immer mehr auf Wasserniveau geht und irgendwann auch quasi einfach ins Wasser übergeht, sodass man dann quasi auf einer, naja, ich sag jetzt mal Inselgruppe lebt und die aber wirklich von einem Ozean umschlossen ist. Ne? Sowas wäre halt geil. Gerade so fürs Let's Play, für Singleplayer, kann man da schon echt schöne Sachen mitmachen. Ich meine, jetzt haben wir hier auch schon einen extrem großen See, aber der ist halt, ne, wenn sollte halt mit ein bisschen höher mit der Renndistanz gehst, hast du halt überall wieder Ufer und ja. Tja, ich glaube, wir sind nicht da, bevor es ganz dunkel ist. Ah, egal. Leider hat unser Auto keine Scheinwerfer. Wir sehen nichts mehr. Wo fahre ich hin? Oh mein Gott, wir sind verloren. Da ist der Mond. Der Mond sieht irgendwie komisch aus mit diesen Mondzyklen. Sieht irgendwie komisch aus. Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht mit anfreunden. Sieht irgendwie so, passt halt irgendwie nicht, ne? Naja. Vor allem, wieso ist der Schatten von dem Mond rund, wenn die Sonne selber eckig ist? Das macht zwar in der Realität Sinn, weil in der Realität ist die Sonne rund, sage ich jetzt mal, also natürlich eine Kugel. Aber in meinem Test ist doch die Welt ein Klotz, ein Block. Also warum ist der Mond, also der belichtete Bereich rund? Das macht nicht wirklich viel Sinn. Muss ich mal so sagen, wie es ist. Das ist dumm. Ja. Denke ich jetzt einfach mal. So, dann machen wir mal hier Holz. Kommt nach da und nach da, da und da. Hier kommt nichts rein. Hier kommt das rein. Und hier kommt erstmal alles auch noch rein. Das und das. Passt. So, wir brauchen, was hatte ich gesagt? Ein paar. Wir machen erstmal 64, brauchen wir, glaube ich. Hatten wir so grob ausgerechnet. Und davon kriegen wir jetzt natürlich keine durch drei teilbare Zahl hin. Sehr geil. Haben wir noch Sandstein irgendwo? Sandstein? Sandstein? Nee, wir haben nur Sand. Kein Sandstein. Na komm. Naja, bleibt halt ein Block übrig. Auch egal. So. 60. Nochmal 60. Ich lasse das erstmal so. Weil wir haben hier auch noch ein paar Slabs. Ne? Könnte also durchaus schon reichen. Es ist tief Nacht. Holy shit. Fun Fact ist, bei uns ist auch langsam Nacht. Sieht bei so echt geil aus gerade. Ah, gut, kann die Kamera nicht so gut einfangen. Aber bei uns wird es auch langsam dämmerungsmäßig. Was von ein paar Jahren relativ geil aussieht. Naja, was willst du machen? Ist ja mittlerweile auch schon nach 20 Uhr. So, gut, dann gehen wir mal wieder aufs Dach rauf. Guck mal, hier haben wir doch Schatten. Ich meine, ein bisschen hell, also ein bisschen Licht kommt scheinbar durch, aber nicht so viel, wie ich dachte.
Naja, schauen wir mal, wie das Ganze dann aussieht, wenn wir denn hier fertig sind. Das Witzige ist ja, wenn du hier so ein Slab hast, ne? Und dann hier ein Slab noch dran setzt, dann macht er daraus ja einen Block. Das Problem ist aber, dass er es intern erstmal versucht, weil für ihn ist ist ja der Slab ja ein Block. Das heißt, der gesamte Block ist bereits reserviert. Das heißt, wenn du jetzt hier einen Block versuchst gegenzusetzen, dann setzt mein Test den Block erstmal da drunter. Also hast du quasi einen Block, eine Lücke und dann den anderen Slab darunter. Und erst im Nachhinein kommt dann halt die Routine, die guckt, aha, okay, ich habe hier zwei Slabs, da wurde ein Slab an den anderen gesetzt, also kombiniere ich das mal. Was zwar im ersten nicht wirklich ein großes Problem darstellt, aber hier zum Beispiel durchaus Probleme macht. Weil hier zum Beispiel haben wir ein Slab, also das Ding da ist ein Slab. Ja, darunter habe ich noch einen freien Platz, also da passt locker noch ein Slab hin. Aber ich kann da keinen hinsetzen, weil er den Slab erstmal versucht da hinzusetzen, wo es dieser Bombenklotz ist. Und das ist natürlich, ja. Normalerweise wäre es halt geil, wenn er jetzt erkennen, also quasi sofort erkennen würde, okay, da ist bereits ein Slab, ich versuche einen Slab hinzubauen, also kombiniere ich die direkt. Macht aber nicht. Dementsprechend kann man nur dann Slabs kombinieren, wenn darunter noch ein Platz. Also, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel hier noch einen Block hinsetze, kann ich jetzt hier keinen Slab mehr hinsetzen. Ja. Lalalala. Schönes Wetter heute. Guckt euch diesen Himmel an. Ist er nicht perfekt? Worum geht es eigentlich gerade? Haben wir gerade irgendwas gesprochen oder so? Nee, ne? Alles völlig normal. Ich brauche hier gerade mein Dach. Bei dem schönsten Wetter der Welt. Ist gerade wirklich schönes Wetter, by the way. Sieht geil aus. Ja. Tja, die Frage ist, warum klappt es hier, wenn ich das hier mache, aber da hinten nicht? Wahrscheinlich klappt es hier hinten nicht, weil ich ja hier quasi auf den Baumstamm raufklicke und er versucht, den Ding dahin zu setzen. Ja, nee, müsste ja eigentlich dann trotzdem funktionieren. Warum klappt es, wenn ich das von unten mache, aber nicht, wenn ich das von oben mache? Das müsste doch technisch das Gleiche sein. Wenn ich jetzt hier einen hinsetze, das geht auch. Obwohl da drüber bereits blockiert ist. Nein, ich komme nicht. Nein, nein, bitte komm zu mir. Nein, ich muss da rankommen. Nein. Oh. Ich will da jetzt gerne ran. Komm, was mache ich jetzt? Entschuldigung. Ja, das ist natürlich interessant. Liegt es denn daran, dass das quasi deswegen funktioniert, weil hier bereits Sandstein ist und es da nicht funktioniert, weil ich da auf Holz baue und der das deswegen nicht checkt, dass das funktioniert, obwohl es funktioniert? Sehr interessant. Aber es geht halt nicht, ne? Es geht nicht. Nee, nee. Da kann man ganz einfach probieren. Wenn ich jetzt hier hinsetze, dann haben wir jetzt hier die gleiche Situation wie da hinten. Mit der einzigen Ausnahme, dass wir da Holz haben und hier bereits Sandstein. Wenn ich jetzt hier. Okay, siehst du, hier geht es nämlich auch nicht. Wenn ich jetzt so mache, dann klappt es natürlich, ganz klar. Interessant. Das heißt, die Idee dahinter, das schon vorher zu gucken, ist zwar schon an sich implementiert, aber nicht vollständig.
Interessant, interessant. Okay. Muss ich mal ein bisschen investigativisieren. Wieso? Investigativisieren. Inhalieren. Wobei ich inhaliere scheinbar schon zu viel. Wow. Schwebe. Ja, interessant, würde ich mal sagen. Ist ja interessant. Das haben wir noch eine Blockreihe frei. Ja, wie man hier sieht, es ist wesentlich heller, als es sein sollte. Normalerweise müsste jetzt hier dunkel sein, aber diese Slabs, die lassen halt extrem viel Licht durch. Was natürlich irgendwie ein bisschen blöd ist. Also das muss ich mal hier gucken. Wie machen wir das am dümmsten? Dann machen wir jetzt so hier. Und dann so hier. Ist ja auch ein bisschen dämlich. Warte mal ganz kurz, wenn ich jetzt so mache. Das geht nicht, das war klar. Hier geht's. Da geht's auch. Da geht's wieder nicht. So, ernsthaft, wo komme ich denn jetzt? Achso. So. Warum sieht das hier falsch aus? Oh, weil der hier falsch ist. Der muss nach da und da muss er hin. Okay. So, jetzt hier das Gleiche. Das heißt, hier muss einer hin. Mensch, ich will doch noch. Ach, dafür. Oh, hier. Da fehlt noch eine Reihe. Scheiße. Wie komme ich denn jetzt dahin? Well, we have fucked up. Die drei hätten ja eben weggemusst, von daher. Wie komme ich jetzt? Och, jetzt will ich aber. Also jetzt will ich aber sterben hier. Okay, komm. Da. Irgendwie so, keine Ahnung was. So, du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da und du kommst dann nach da. Und brauchen definitiv noch mehr Slabs. Machen wir aber nächstes Mal, mal nächste Folge. Die Folge schon wieder rum. Yay. So, na dann, würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Und dann folgt man sich wahrscheinlich hinter die Ecke, um die Ecke, ans Ende der Welt. Und vorhin halt, passt schon, passt schon. Jutschen, jo. Bis dann.